Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Willkommen zu City Skylines 2. Ich freue mich tierisch, wirklich richtig toll, mit euch gemeinsam dieses Spiel zu spielen und mit euch gemeinsam in Richtung der 100.000 Einwohner zu gehen. Allerdings werden wir das nicht mit einer klassischen Großstadt machen, sondern mit etwas gänzlich anderem und da freue ich mich sehr drauf. Ich möchte mit euch gerne ein neues Spiel starten und vor allen Dingen möchte ich euch mit euch gemeinsam so ein bisschen diese norddeutsche, ich bin ja ein norddeutsches Kind, so ein bisschen diese norddeutsches, das norddeutsche Flachland einmal mit vielen Seen, die wir hier haben, ein bisschen spielen. Deswegen spielen wir Tampere. Das ist die Heimat oder die Heimatstadt von Colossal Order in Finnland. Dort möchte ich gerne diese oder eine Stadt mit euch bauen. Wir haben hier eigentlich von allem genug. Es wird hier auch im Winter relativ kalt und ich vermute, dass es auch schneien wird. Und was ich mir vorstelle, das sind keine große oder das ist nicht eine große zusammenhängende Stadt, sondern viele kleine Städte, die ungefähr so zwischen 30.000 und 50.000 Einwohnern haben und wo wir dann wirklich die gesamten Spielmechaniken einmal richtig ausreizen können. Nämlich das Zuweisen der Polizei und Co. zu einer gewissen, zu einem Stadtteil. In dem Fall ein Teil, eine Stadt in unserem Landkreis Nerdica, den wir hier planen werden. Dann werden wir verschiedene Städte haben. Mein Plan ist drei kleine bis mittelgroße Städte, um wirklich so eine typische norddeutsche Bereich sich so zu bauen. Und die haben alle ein bisschen Abstand dazwischen. Jeder hat so seine Industriespezialisierung. Und dann gucken wir mal, wo wir da hinkommen. Freue ich mich richtig drauf. Und das ist der Plan. Wir werden natürlich das Ganze, das ist der Landkreis Nerdica nennen, Landkreis Nerdica. Und ihr könnt dann natürlich im Spiel auch verschiedene Stadtnamen vorschlagen. Selbstverständlich, Tutorials bleiben aus, Naturkatastrophen bleiben an, europäisches Theme bleibt an und dann gehen wir ins Spiel rein. Okay, und dann zum Thema Performance. Wir spielen das Ganze auf 4K. Wir gehen mal ganz kurz gemeinsam in die Einstellung rein. Wie gesagt, wir spielen das Ganze in 4K hier in dem Spiel und ich habe nebenbei OBS als Aufnahmeprogramm laufen. Das nimmt ungefähr so 10% meiner GPU-Leistung und ich habe lediglich die Tiefenschärfe deaktiviert und habe, das ist hier unter erweitert und dann die Tiefenschärfe und dann habe ich hier die Tiefenschärfe-Qualität deaktiviert, weil wir ja keine Tiefenschärfe haben und keine Bewegungsunschärfe, die habe ich auch deaktiviert. Ansonsten habe ich hier tatsächlich nichts umgestellt auf 4K und 50 Hertz. Das ist also alles Standard. Damit ihr das im Let's Play zu jeder Zeit nachvollziehen könnt, wie die Performance hier auf diesem Rechner ist, habe ich euch von Steam hier oben das FPS-Overlay eingeblendet, wo ihr jederzeit gucken könnt, wie hoch die Performance ist, um das auch so ein bisschen für euch natürlich einschätzen zu können, dieses Spiel. Okay, dann gucken wir uns als allererstes mal die Karte an und auch hier, wie schon mal geguckt, in welche Richtung wir gehen. Das ist unsere Karte. Ihr seht hier unten die Begrenzungen. Die erste Stadt möchte ich gerne ein bisschen in diese Richtung hier ausbauen. Das heißt, hier oben soll die Industrie hin, hier unten kommt die Stadt hin. Die nächste Stadt würde ich gerne in diesem Bereich bauen, hier unten. So in diesem Bereich grob und die andere Stadt möchte ich da oben hin haben. Diese Stadt soll ungefähr, ja, das werden wir dann sehen, wie viel es werden, so ungefähr so 30.000 bis 50.000 Einwohner möchte ich gerne erreichen. Hier vorne die dann auch 30.000 bis 50.000, sodass wir vielleicht so auf 100.000 bis 150.000 Einwohner in diesem Let's Play kommen. So ist der Plan. Okay, dann gehen wir mal rein ins Spiel und dann gucken wir uns erstmal alles ganz in Ruhe an, sodass ihr auch seht, was ich hier mache. Hier links oben sehen wir einmal die Infoansichten, die kennen wir noch aus dem ersten Teil. Da gibt es jetzt im Moment noch nicht viel zu sehen. Ihr seht, da gibt es eine ganze Menge mehr Informationen. Das zeige ich euch dann alles bei Zeiten. Es gibt hier auch die Zufriedenheit. Es ist jetzt auf der Straße logischerweise ein bisschen gering. Es gibt hier Arbeitsplatzverfügbarkeit. Es gibt Wasserverschmutzung, Verschmutzung im Allgemeinen, Lärm. Wasser, wie viel wir haben und so weiter und so fort. Grundwasservorkommen, ihr seht, wir haben hier oben eins. Deswegen werde ich die Industrie erstmal hier hinten in diese Richtung ansiedeln. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen und so weiter und so fort. Also da haben wir erstmal eine ganze Menge uns anzugucken. Aber das werden wir im Spiel uns noch des Öfteren angucken, diese Reiter hier, um mal zu gucken, wie die Stadt sich entwickelt.
Dann seht ihr hier unten, hier ist eigentlich noch alles gesperrt. Das Einzige, was wir machen können, ist hier den Untergrund ein- und ausschalten. Da sehen wir zum Beispiel, dass wir hier eine Autobahn haben. Deswegen will ich die Stadt erstmal in diese Richtung entwickeln, um zu gucken, dass wir vielleicht langfristig sogar eine Abfahrt bauen hier in diese Richtung. Ansonsten plane ich hier in diesem Bereich einen Kreisverkehr, noch nicht jetzt, dann in Zukunft und erstmal hier in diese Richtung dann die Industrie zu entwickeln und natürlich auch zu gucken, dass wir dann hier die Bahnstrecke anschließen und diesen Bereich dann dort entsprechend mit anbinden. So ist die grobe Planung für die Industrie. In diesem Bereich hier vorne, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke, wir werden dieses Grundwasservorkommen, ich zeige euch das mal. Das hier ist ein Grundwasservorkommen und wenn wir der Industrie und Verschmutzung produzieren, wird das verschmutzt und dann können wir es im Prinzip nicht mehr nutzen. Das ist erstmal nicht schlimm, dann können wir es halt nicht nutzen. Trotzdem will ich versuchen, dass wir uns mit der Industrie erstmal in diese Richtung entwickeln, um das erstmal hier freizulassen, das Grundwasservorkommen. Okay, ansonsten gibt es hier vorne erstmal nicht viel Spannendes so zu sagen. Hier ist einmal so Berater, da könnt ihr mal drauf gucken. Grundsätzlich läuft halt Strom und Wasser jetzt über die Straßen, zeige ich euch aber gleich alles in Ruhe. Die Knöpfe hier unten gucken wir uns auch alle in Ruhe an, das kommt mit den einzelnen Sachen. Und dann eine Sache, die ich sehr cool finde, das ist der Chirper. Der hat jetzt eine Funktion bekommen, dass ihr dort sogar sehen könnt, was es gibt. Und ich würde sagen, auch diese Sachen gucken wir uns dann mit der Zeit an. Ansonsten kann ich euch empfehlen, wenn ihr das hier machen wollt, dann geht mal in die Einstellung. Dort könnt ihr das User Interface ausblenden. Ich habe mir das auf STRG H gelegt, da ist es vor normalerweise nicht. Okay, womit fangen wir an? Wir fangen natürlich an mit Straßen und da hat sich schon echt eine ganze Menge verändert. Findet ihr hier unten? Da könnt ihr jetzt entscheiden, dass ihr eine kleine Straße baut und eine mittlere Straße und habt hier verschiedene Optionen. Ganz wichtig, achtet darauf, hier unten diese Symbole, da seht ihr, da läuft Abwasser und Wasser und eine Starkstromleitung lang, die 40 Megawatt Kapazität hat, muss euch jetzt erstmal nichts sagen. Ihr seht das im Übersichtsfenster hinterher, wenn die Leitung rot wird, boah, dann schickt ihr entweder eine Feuerwehr oder einen Reparaturdienst hin, ansonsten ist alles okay, ja. Gut, ansonsten dreispurige Straße. Ihr könnt die natürlich auch asymmetrisch machen. Das macht jetzt hier keinen Sinn, weil es eine vierspurige ist. Wir haben hier dann die einspurigen Fahrbahnen, so wie wir das im ersten Teil auch kennen. Dann gibt es hier eine normale Schotterstraße. Das kennt man, glaube ich, auch. Dann gibt es eine normale Gasse. Das ist so eine, ja, wie soll ich das nennen? So eine Hinterhof-Industriestraße oder sowas, ja. Das gibt es hier. Und dann so eine Fußgängerstraße, die finde ich besonders toll. Das gab es, glaube ich, im ersten Teil erst mitten im DLC. Das ist wirklich toll. Ich zeige euch das mal. Eine Straße, die als Fußgängerzone ist. Dort dürfen Dienstleistungen und Zustellfahrzeuge durch, aber der normale Verkehr nicht. Werden wir definitiv nutzen. Finde ich richtig, richtig klasse, sowas. Nun, und dann geht es hier weiter mit der mittleren Straße. Und das ist so eine ganz normale vierspurige Straße. Die werden wir uns jetzt erstmal hier ein kleines Stückchen runterziehen. Und dann seht ihr, na, das mit den, auch mit dem Einrasten ist wesentlich besser geworden. Ich will es jetzt auch nicht zu teuer machen, weil wir ein bisschen Geld uns noch sparen sollten. Ansonsten hier die Optionen sind auch so geblieben, wie sie vorher waren. Einfache Kurve, komplexe Kurve, super komplexe Kurve und ein Raster. Hier das Raster. Draufklicken. Ein Klick, zwei Klicks, Raster. Genial. Also ich zeige es nochmal. Klick, Anfang, Ende, Klick, Raster. Mega. Also wirklich ganz toll. Finde ich richtig super. Und ansonsten gibt es hier unten eine ganze Menge Möglichkeiten. Auch natürlich hier das Ersetzen-Tool und das normale Geradeaustoß werden wir nutzen. Hier könnt ihr die ganzen Snaps anmachen. Ansonsten auch das kann ich empfehlen, mal das Einrasten an- und auszumachen, gerade beim Ersetzen. Aber das gucken wir uns alles ganz in Ruhe an. So. Von hier aus hätte ich gerne ungefähr, ja, ich senke mal hier eine zweispurige Straße erstmal in diese Richtung. Jetzt seht ihr da unten Erfahrungspunkte, zeige ich euch gleich nochmal. Alles, was ihr macht, erzeugt Erfahrungspunkte oder das meiste, was ihr macht. Und diese Erfahrungspunkte werdet ihr hinterher brauchen, um die Meilensteine freizuschalten. Ihr seht es hier. Und mit jedem Meilenstein bekommt ihr Entwicklungspunkte und diese Kacheln. Ihr seht, die Kacheln, das wird hinterher relativ groß. Wir gehen mal über die Sachen. 36, da gibt es dann schon 21, da gibt es nur noch 10. Beim großen Dorf gibt es nur 6.
Mit den Kacheln könnt ihr dann halt hier diese Kacheln kaufen und mit den entsprechenden Technologieentwicklungspunkten könnt ihr dann jeweils hier, ne, das sind die Kartenfelder, wo war's? Aber ich glaube, die Technologie haben wir noch, doch, da ist sie. Könnt ihr dann die jeweiligen Entwicklungen kaufen und da seht ihr hier unten die entsprechenden Kosten. Das gucken wir uns aber, wie gesagt, das können wir uns noch alles, das macht noch gar keinen Sinn, weil wir das noch alles gar nicht haben. Wir könnten dann hier so Gaskraftwerke kaufen, das gucken wir uns dann alles bei Zeiten an. Okay, jetzt gucken wir erstmal hier, das sieht schon cool aus, oder? Das sieht schon echt nice aus. Okay. Jetzt möchte ich gerne von hier aus mit einer zweispurigen Straße weitermachen. So eine ganz normale zweispurige Straße. Jetzt gucken wir mal, dass wir das ungefähr hier an dem Raster entlang führen. So. Dann einmal da hinten hin. Und dann möchte ich das einmal gerne hier lang führen. Das hier vorne wird ein normales Gewerbegebiet werden. Ich möchte gerne, dass die Leute hier hinten wohnen und dann hier vorne einkaufen können. Deswegen ziehen wir auch hier mal eine Straße durch. Einmal dahin. Ihr seht auch diese Hilfslinien hier. Das ist wirklich, wirklich schön gemacht. Gucken wir mal, dass wir in der Mitte noch einbauen. Ich möchte gerne noch einen runtergehen. Ja, sehr schön, genau. Zack. Wunderbar. Okay, dann heißt es, die ersten Bereiche hier zu definieren. Das heißt, ihr geht hier hin und ihr habt ihr im Moment nur die niedrigen. Die Reste gucken wir uns dann im Laufe des Let's Plays an. Das heißt, ihr nehmt die niedrigen Wohngebiete. Klick, 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 klick. Und dann habt ihr das. Ihr könnt auch hier vorne das Auswahlwerkzeug nehmen und dann die hier manuell auswählen. Löschen geht übrigens auch. Würde ich empfehlen mit dem Auswahlwerkzeug. Rechtsklick. Linksklick ist hier entsprechend zu platzieren. Okay. Dann nehmen wir die Gewerbezone einmal dort. Dann können wir eigentlich auch schon noch eine Straße weiter runterbauen. Einmal da. Ne, das war noch ein Stückchen noch weiter nach oben. So, genau. So. Auch hier wieder ein paar Häuser. Und jetzt brauchen wir natürlich noch Industrie. Das werden wir hier oben platzieren. Und dazu möchte ich auch hier einmal schon eine vierspurige nehmen. Allerdings eine geschwungene Straße. So. Und hier aus möchte ich einmal hier oben hingehen. Und so lang. So. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das nicht alles zu viel kostet. Einmal von hier aus bitte gerade. Da können wir die normale Straße nehmen. Okay. Dann auch hier normale Industriegebiete. Gucken wir mal, dass wir einmal da lang kommen. Wir testen jetzt hier, würde ich einfach mal sagen, mal diesen Grid-Modus. Mich echt mal interessieren. So, wir nehmen eine kleine Straße. Einmal von hier. Klick. Und dann sagen wir mal die. Ah, weiß ich nicht. Die reißen wir mal ab. Und dann gehen wir mal dahin. Dann dahin. Ah, ich wollte doch den Grid-Modus haben. Einmal von da übrigens. Hier müsst ihr auch darauf achten, wo ihr hinklickt. Ihr seht das hoffentlich hier mit diesem weißen Strich, der jetzt hier an der jeweiligen Seite der Straße ansnappt. So einmal von dort nach dort. Der kommt weg bis nach hinten. Zack. Ah, das geht tatsächlich, muss ich vorher abreißen. Dann machen wir es erstmal bis nach da. Sieht richtig cool aus. Das ist richtig cool. Okay, Industrie. Einmal da bitte. Zack. Und jetzt könnten wir uns natürlich auch überlegen, was wir in Richtung Strom machen. Jetzt gehen wir mal auf den Strom. Jetzt haben wir hier beim Strom verschiedene Optionen. Zum Beispiel Stromleitung legen. Das sind diese Niederspannungsleitungen. Das Stromnetz ist hier in zwei verschiedene Netze geteilt in Hochspannung und Niederspannung. Das normale Haus bekommt seinen Strom hier über diese Niederspannungsleitung. Das werdet ihr sehen, dass das gleich angeschlossen ist. Dann gibt es Umspannwerke.
Damit wandelt ihr im Prinzip hoch in Niederspannung um. Ganz wichtig. Aber ich möchte eigentlich am Anfang hier mal so ein klassisches Kohlekraftwerk bauen. Und da müssen wir natürlich auch mal ein bisschen auf den Wind achten. Und jetzt sehen wir, der Wind transportiert das blub einfach da links rüber. Aber da könnte man fast schon überlegen, ob wir hier so ein paar Windräder bauen. Seht, Stromproduktion 5 Megawatt. Das ist natürlich echt, echt gut, ne? Das ist ein Niederspannungsanschluss. Aber gut. Kann man jetzt so oder so sehen, ob das richtig ist. Aber wollen wir nicht kleinig sein. So, das sind 25.000. Ich würde mal sagen, wir platzieren erstmal nur zwei Stück. Nehmen wir uns die Niederspannungsleitung. Das ist eine gelbe. Das ist die Niederspannungsleitung. Schließen das einmal an, bitte. Oder ist das doch eine Hochspannungsleitung? Nee, ne? Nee. Nee, das ist keine Hochspannungsleitung. Einmal von da, bitte, nach da. Und einmal nach da, bitte. Na, komm schon. Einmal ansnappen, bitte. Snap haben wir an. Na so, wir sollten es vielleicht auch nach unten verlegen. Dann klappt es auch besser. Von da nach da. So, dann haben wir es. Okay, dann haben wir unser Stromnetz angeschlossen. Ihr seht jetzt hier, hätten wir jetzt hier so eine kleine niedliche Leitung stehen. So, auf die reißen wir nochmal ab. Das finde ich nicht hübsch. Die reißen wir nochmal ab. Das legen wir nochmal nach unten. Niederspannungsleitung nach unten 10 Meter und einmal daran bitte. Okay. Damit sollten wir hoffentlich unsere Energie geregelt haben. Was wir jetzt machen können, ist übrigens auch ein Umspannwerk hier bauen und die Energie hier exportieren. Das werden wir mal machen. Jetzt gucken wir uns gleich mal an, wie das funktioniert. Wir bauen uns dort bitte ein Umspannwerk und dann werden wir, zack, einmal eine Stromleitung von dort nach dort bauen. Ihr seht, wir sind immer noch unterirdisch. Kann ich echt nur wärmstens empfehlen, das alles unterirdisch zu bauen. Und dann schauen wir mal, ob wir jetzt auch schon direkt ein bisschen Strom exportieren können. Und ob sich das hier vor allen Dingen lohnt mit den 6000. Ja, werden wir sehen. Bin ich schon mal sehr gespannt drauf. Okay, Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Dann werden wir einmal, ihr seht es, Wasser, Abwasser. Das läuft auch über die Straßen. Und hier sind die ersten Häuser am Bau. Da seht ihr auch die Anschlüsse, die hier reingehen. Und dann gucken wir uns einmal an die Wasserpumpstation und einmal den Wasserturm. Ihr seht, Wasserpumpstation pumpt das Wasser einmal raus. Jetzt müssen wir natürlich einmal sehen, wo wir das reinfließen lassen. Und wo wir es rausholen. Das heißt, da geht es hin. Wir könnten es also da tatsächlich reinschütten, wobei ich mir da nicht sicher bin, dass wirklich die richtige Position ist. Machen es mal lieber da hinten. Und die Wasserpumpstation stellen wir einfach nach. Erstmal nach da, in der Hoffnung, dass wir dort keine Wasserprobleme bekommen werden. So, einmal daran bitte. Abwasser einmal daran bitte. Strom brauchen die wahrscheinlich auch, vermutlich. Und ich würde sagen, für Strom, ihr seht's, die brauchen eine Straße. Da bauen wir jetzt einfach mal hier so eine kleine Gasse hin. Den normalen Modus bitte. So. Und dann gehen wir einmal da hinten noch hin. Da werden wir einmal dort. Zack. Na, hier können wir sogar die Straße schon mal erweitern. Das wäre schön am... Ah, das finde ich gut. So, das kommt hinterher so und so weg. Dann gucken wir mal, was wir hier Schönes machen können. Und da entstehen die ersten Häuser. Und damit sind wir ein winziges Dorf. Sehr schön. Ehrlich.
Schön, oder? Und jetzt können wir schon sehen, beim Thema Strom seht ihr Verbrauch 0,2, Produktion, Export 10. Es funktioniert also wie geplant. Ich kann euch das mal zeigen. Ihr seht jetzt auch hier den Stromfluss, wie er hier lang fließt. Ihr seht auch diese Pfeile hier, wie es jetzt lang geht und wirklich hier ihr sehen könnt, wo der Strom hinfließt. Und hier seht ihr, fließen die restlichen 10 Megawatt jetzt hier rein. Und da exportieren wir jetzt ein bisschen was. Wir haben aktuell, ihr seht hier in, ihr seht dort in Blau die Kraftwerke. Ihr seht, Stromverbrauch ist hier, ja, ist okay. Wir könnten jetzt hier theoretisch noch eine Leitung rüberziehen. Dann würden wir uns hier ein bisschen Strom sparen und könnten hier ein bisschen, das machen wir jetzt sogar mal, unterirdisch bitte. Dann hätten wir, hier hat er das jetzt angesnappt, ja. Jetzt seht ihr, der Strom fließt hier rein und wird hier so ein bisschen so eine Querverbindung schaffen, dass auch von hier Energie in das Netz reinfließt, sodass wir jetzt mehr, ja, mehr Kapazität auch haben. Das heißt, das ist unsere mehr oder weniger Exportleitung und das ist dann unsere normale Leitung. Ich hoffe, das ist so halbwegs verständlich. Okay. Also ich habe hier unten unsere Wasserleitung. Jetzt gehen wir mal in den Untergrundmodus. Dort vorne. Jetzt können wir die abreißen. Ich weiß nicht, hatte in der Mohrengasse hier, hat der, glaube ich, auch eine Wasserleitung. Habe ich jetzt die Wasserleitung da drin abgerissen? Das ist ja... Nee, habe ich eben nicht, genau. Da soll er nämlich ran. Zack. Genau. So, über den Weg will ich das nämlich führen. Ansonsten ist das nämlich doof. Okay, ja, da entstehen unsere Häuser. 3, Taste 3, da könnt ihr ein bisschen schneller machen. Und jetzt seht ihr, hier haben wir so auch die erste Nachfrage nach mittlerer Dichte. Sehr schön. Wunderbar. Und dann stehen unsere Häuser. Und wenn ihr jetzt auf den Chirper geht, dann seht ihr hier übrigens neue Bar eröffnet in der Ahornstraße. Jede Menge Freizeit. Katja Kreins ist entsetzt, weil wir keine Gesundheit haben. Hier könnt ihr auch Bürgern folgen. Das heißt, ihr könntet jetzt zum Beispiel sagen, hey, pass auf, ich nehme mir mal Paul Podolski. Und den könnte ich mir hier, wen denn den? Wir klicken einfach mal dahin, blub, und dann seht ihr hier, Paul Podolski wird jetzt gefolgt. Ja, und dann könnt ihr hier Paul Podolski einfach mal euch mal angucken, was er macht und wo er hingeht, wie sein Leben in dieser wunderschönen neuen Stadt so aussieht. Und wenn ihr dieser Stadt einen Namen geben wollt, dann schreibt gerne euren Vorschlag in die Kommentare. Wir werden hinterher über das Flächentool hier Städte definieren. Das sind dann 3 Stück an der Zahl oder auch 4. Da werden wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch mehrere Städte dorthin und darüber werden wir dann uns hier unsere Bereiche definieren. Freue ich mich schon drauf. Heilig, ist das nicht toll? Ist das nicht toll? Herrlich. Herrlich, herrlich. Ein ganz tolles Spiel. Ich freue mich. So, jetzt haben wir natürlich schon wieder eine ganze Menge mehr freigeschaltet. Jetzt könnt ihr hier an der Seite sehen, wir haben auch so ein Event-Tagebuch. Gut, da gibt es jetzt aktuell noch nicht ganz so viel. Und ganz wichtig, ihr könnt auch jetzt hier ein bisschen mehr machen. Ihr habt zum Beispiel jetzt den ersten kleinen Kreisverkehr. Ihr seht, das ist jetzt hier noch nicht allzu viel. Ne? Und jetzt gehen wir aber mal hier rein und wir haben jetzt die ersten Kartenfelder, die wir hier machen könnten. Ihr seht, wir haben auch nicht allzu viel Geld, aber das sehen wir dann. Und das gucken wir uns dann in den nächsten Folgen mal an. Noch haben wir genug Platz und ich persönlich würde sagen, dass wir uns erweitern hier unten in diesem Bereich. Einmal die beiden Felder würde ich gerne kaufen und nach Möglichkeit das hier. Und hier auf dieser Zunge würde ich gerne so ein richtig schönes Wohngebiet setzen oder vielleicht einen Friedhof oder irgendwie sowas. Ich weiß es noch nicht. Das finde ich super schick hier sowas. Da gucken wir mal. Und jetzt gehen wir erstmal hier rein. Jetzt haben wir die ersten Fortschrittspunkte, verfügbare Entwicklungspunkte 1. Und jetzt haben wir eine ganze Menge, was wir schon machen könnten. Wir gucken uns das gerade mal an. Bei den Straßen könnten wir uns Kreisverkehre freischalten. Dadurch haben wir dann mehr zur Verfügung. Oder erweiterte Straßendienste, Straßen, Wartungsdienste, Ampeln, Schilder sowie Dekorationsobjekte.
Ich persönlich würde tatsächlich erstmal die Kreisverkehre nehmen, aber ich zeige euch mal das Thema Strom, Notstromaggregate, wozu auch immer wir sind hier tatsächlich mit Windstrom ganz gut ausgestattet. Wenn ihr das mit dem Windstrom nicht machen könnt, achtet da auf jeden Fall drauf, dass ihr bei den Windrädern die Leistung seht. Dann geht bitte auf jeden Fall aufs Kohlekraftwerk. Das ist durchaus sinnvoll. Ja? Oder halt die Kraftwerke, die euch zur Verfügung stehen. So, dann haben wir hier Wasseraufbereitungsanlage. Da will ich schleunigst hin, dass wirklich unsere Verschmutzung dort entfernt wird. Und Gesundheitsfürsorge, Krematorium brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. Verbrennungsanlage brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Recyclingzentrum Müll, das müssen wir jetzt mal alles machen. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in die Straßen und ich will auf jeden Fall die Kreisverkehre haben. Da freue ich mich schon drauf. Und jetzt könnt ihr wirklich einfach sagen, na, hier unten auf den Straßen, seht ihr, das habt ihr jetzt freigeschaltet. Jetzt habt ihr hier wirklich 4 Kreisverkehre. Das könnt ihr hier wirklich einfach Kreisverkehre hinsetzen. Und da das unsere beiden Hauptkreisverkehre in der Stadt sind, würde ich hier schon den großen nehmen. Blopp. Und blopp. Und dann haben wir hier die ersten Kreisverkehre. Mega. Mega, mega. Finde ich richtig cool. Ihr könnt übrigens auch bei diesen Straßen hier, na, machen wir mal so ein Ding, zack, auf diesen Namen klicken. Und dann seht ihr bei der Straße Unterhaltskosten, Länge, gut, das ist jetzt nicht so interessant, den Zustand, den Verkehrsfluss seht ihr, das Verkehrsaufkommen. Um 12 ist es natürlich am schlimmsten, die müssen ja irgendwann mal nach Hause. Ihr seht, nachts ist nichts los, aber das wird schon auf jeden Fall ganz spannend werden, vor allen Dingen, wenn die hier hinten in das Industriegebiet kommen. Okay, dann zeige ich euch einmal hier die Sachen. Hier haben wir jetzt die mittlere Zone Reihenhäuser freigeschaltet. Die würde ich gerne hier oben hinbauen. Da fangen wir jetzt gleich nochmal an, eine neue Straße zu bauen. Und die Straße, gucken wir dann mal, vielleicht bauen wir die hier rüber weiter. Das werden wir dann sehen. Aber jetzt müssen wir natürlich auch nochmal weitermachen mit noch ein paar anderen Sachen. Ihr seht, hier haben wir jetzt erstmal nichts weiter freigeschaltet. Aber es gibt natürlich jetzt noch so eine Sachen wie ein Arzt. Und der kostet uns 100.000 im Monat. Das ist natürlich schon eine ganze Menge. Wir machen momentan im Monat minus 12.000. Ja, es ist nicht allzu viel, deswegen warten wir noch mal ein bisschen mit diesem Krams. Aber was wir auf jeden Fall machen sollten, ist eine Müllverwaltung. Und das ist die Mülldeponie. Die brauchen wir definitiv. Und ihr seht jetzt schon, was die hier für eine Verschmutzung hat. Und ich würde das wirklich gerne hier in diesem Bereich bauen. Deswegen sollten wir vielleicht sogar gucken, dass wir in diese Richtung dann einen großen Bereich bauen. Oder wir lassen das hier wirklich frei und nehmen die Ecke als Müllentsorgungsinsel und werden dann auch auf das Grundwasser verzichten. Und ich würde fast sagen, Radio. Ja, ich habe das Radio ein bisschen leiser gedreht, entschuldigt bitte. Ansonsten hören wir das Gesabbel die ganze Zeit. So, einmal Müll. Einmal bitte schön an die Seite. Dann wird das Grundwasser hier verschmutzt. Da müssen wir darauf leider verzichten. Und jetzt seht ihr hier so Anfasser. Und damit könnt ihr euren Müll definieren. Machen wir mal. Gucken wir mal, dass wir einmal da an die, da rankommen. Jetzt würde ich mal gucken, dass wir so ein bisschen Küstenverlauf lang gehen. Da lang. Und da lang. So. Ja, dann haben wir unsere erste Mülldeponie. Gucken wir mal, dass die hoffentlich ausreicht, um unseren Müll hier abzuholen. Unsere neue Anlage in der Schmidtstraße hat offene Stellen. Ja, ihr seht, wir haben Nachfrage nach allem. Deswegen werden wir mal direkt hier die nächste Straße bauen. Die nächste zweispurige Straße. Die hier mündet bitte einmal da ein. Jetzt könnten wir schon mal gucken, dass wir mal das Ding ausmachen. Das könnt ihr hier sehen. Jetzt seht ihr, man kann das jetzt schon mit diesem Tool an sich schon verschieben so ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen. Das ist so cool gemacht, wirklich. Auch diese Snap-Punkte, das ist wesentlich besser. Ich zeige euch das mal hier bei der Kreuzung. Ihr seht jetzt hier bei der Kreuzung, wir sind jetzt hier beim Snap bei dem, na, wie heißt dieses Ding? Zebrastreifen. Dann können wir auf die untere Spur, auf die Mitte, auf die obere Spur gehen. Links dann nochmal nach rechts gehen. Wir können mal gucken, dass wir nach rechts gehen. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir die Möglichkeit, so präzise zu arbeiten, dass wir das Haus hier links
ihr seht dieses hier, nicht abreißen. Ja? Jetzt gehen wir auf die Mitte, obere Spur Mitte. Und wenn wir das jetzt langziehen würden, dann würden wir das Haus abreißen. Ihr seht dieses komische Symbol hier, diese Vierecke, wo in der Mitte das rote Ding ist. Das heißt, es überlappt. Deswegen einmal rechts hin den Snap-Punkt setzen, einmal nach oben gehen, zackebumm, fertig. Jetzt sieht die Kreuzung natürlich ein bisschen schief aus, aber wir haben das Haus nicht abgerissen. Das ist wirklich, wirklich, also ganz ehrlich, großes Kino. Und da hat sich das Warten echt gelohnt. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Okay. Also, weiter geht's. Nächste Zone. Einmal hier hoch. Zack. Jetzt möchte ich gerne einmal dort lang gehen. So. Und jetzt versuchen wir uns mal den Straßenverlauf so halbwegs hier an diesem Ding anzubringen. So, einmal bis nach da. Hier aus bitte nach da. Und da, na, das wird schon zu eng. So, da gucken wir mal, dass wir die Ecke nochmal mit ein bisschen Landfill, können wir das schon machen? Landschaftsbau, ein bisschen Terrain. Oh, das war zu viel. Das war Quatsch. Zip. Angleichen wollte ich nicht, pass auf. Ebnen. Zip. Alles wieder einebnen. So. Keiner von euch gesehen. So. Einmal so ein bisschen angleichen, dass wir hier zumindest so eine halbwegs schöne Kurve hinkriegen. So. Okay. Einmal den Untergrundmodus aus. Dann reißen wir die Straße nochmal weg. Machen die nochmal neu hin. Ja, sehr schön. Auch dahin. Und von da aus jetzt. Das ist jetzt im Wasser. Das ist natürlich unschön. Von dort nach. Ah, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. So, passt. Wunderbar. Gut. So, hier diese Ecken werde ich nicht benutzen. Wir werden hier noch eine Straße einmal durchziehen. Und dann können wir hier vorne bitte Gebiete mit etwas höherer Dichte bauen. Wohngebiete mit geringer Dichte im europäischen Stil. Das sind so diese typischen, was eigentlich, wie soll ich das sagen, diese typischen Reihenhäuschen, die man so kennt. Jetzt mal gucken, dass wir hier nicht zu viel ausmalen. Ich will hier halt nicht, dass die Leute jetzt hier zu viel machen. Jetzt gucken wir mal einmal da, einmal dort, einmal dort. Ja, das gefällt mir. So. Hier hinten werden wir die Wege auch noch verbinden. Dann macht nämlich auch diese vierspurige Straße hier einen Sinn. Blapp. So. Dann gibt es hier Kreuzungen. Und eine Frage, die ich jetzt auch oft gehört habe, ist die Frage, wie kann ich denn die Ampeln ausmachen? Die waren im ersten Teil voll doof. Lass die Ampeln an. Das funktioniert tatsächlich im ersten Teil ein bisschen besser als im... Nee, das wollte ich jetzt tatsächlich nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich wollte eigentlich das anmachen als im ersten Teil. Aber um sie auszumachen, müsst ihr das Tool hier freischalten. Den hier. Und dann könnt ihr die Ampeln über dieses, über die Straßen und dann hier die Straßendienst, ich glaube, das war es dann hier, entsprechend aus- und anschalten. Ehrlich. Toll, oder? Bürgerzufriedenheit erweitert. Wir gucken mal, wann wir auf der nächsten Stufe sind. Da brauchen wir noch ein bisschen für. Dann können wir ein bisschen Bildung machen. Was wir jetzt auch machen sollten, ist auf jeden Fall ein bisschen Krankenhaus. Wir machen der Current Trend. Wir sind immer noch ein bisschen in den Miesen. Das können wir wohl nicht vermeiden, aber
Wunderbar, es gibt nirgendwo freie Wohnung. Was soll das? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Das wird natürlich bei den Einfamilienhäusern hier gleich behoben werden. Ganz klar. So. Mal darunter. Ich würde gerne bis nach da gehen. Ja, genau. Einmal nach oben. Zack. Den da lang. Jetzt schließen wir den auch noch da an. So. Einmal normale Häuser bitte. Dann können die hier auch schon einziehen. Okay, wunderbar. Dann brauchen wir jetzt auf jeden Fall einen Arzt. Das sollten wir definitiv machen. Eine Bestattung. Weiß ich nicht, ob wir das schon brauchen. Können wir uns auch nochmal machen. Der Smog ist unerträglich. Luftverschmutzung? Warum? Das sollte eigentlich alles in die Richtung ziehen. Gucken wir uns die Luftverschmutzung mal an. Bodenverschmutzung. Boah, sieht gut aus. Luftverschmutzung. Das zieht alles weg, Leute. Ja, hier, das sieht doch alles da hinten rüber. Das ist doch... Gibt es keine Luftverschmutzung. 0%. Lärm gibt es ja auch nicht. Nee, nee. Was hat die Gute denn? Helena Klose, 13? Ach, hier hinten. Ja. Ja, ja, ja. Atmest neben dem Ding, das hier den Rauch ein und sagst Luftverschmutzung. Das sind mir die Liebsten. So, dann brauchen wir erstmal einen Arzt hin. Bei dem Arzt würde ich... der ist tatsächlich... der passt hier gerade so rein. Da müssen wir mal gucken, dass wir ein bisschen Platz für Verbesserungen lassen. Und beim Arzt können wir dann nämlich auch sagen, dass wir den hinterher auf bestimmte Bereiche festlegen. Das seht ihr bei dem Arzt nämlich schon, wenn ihr hier drauf geht, ich zeige es nochmal, blub, dass wir hier entsprechende Verbesserungen haben. Platz für zusätzliche Krankenwagen, Erweiterungsflügel und so weiter. Aber wir werden das erstmal so machen. So, wir haben ein Übermaß an Stromproduktion und verkaufen den Überschuss in den Rest der Welt. Ja, wie viel Kohle machen wir denn damit? Das würde mich ja mal interessieren. Steuern, Dienstleistungen, Handelssteuern können wir noch nicht machen. Das ist dann die nächste. Wir könnten hier schon ein Darlehen machen, aber davon haben wir noch genug. Steuern, Dienstleistungen, Handel, staatliche Überschüsse. Können wir, glaube ich, noch gar nicht sehen. Ne? Naja, gucken wir uns dann mal an. Könnten hier mal gucken. In den Stromexport. 6,8 Megawatt. Ja. Können wir schauen, dass wir ein weiteres Windrad hinstellen. Dann machen wir gleich wieder ein bisschen mehr Strom. Exportieren wir gleich wieder ein bisschen mehr. Vielleicht da hinten. Schade, das sind die Stadtgrenzen überschritten. Wir können es auch da hinstellen. Also ich muss ja sagen, die Karte ist für Windenergie wirklich super. Komm, schließen wir direkt hier an. Blub. Es kann direkt hier angeschlossen werden. Es kann direkt exportieren. Sehr gut. 5 Megawatt mehr für extern. Wunderbar. Das sind übrigens die Statistiken. Das sehen wir so ein bisschen Geld, Budget, Vermögen und so weiter. Gucken wir uns dann in Ruhe mal an. Jetzt mal, würde ich mal sagen, jetzt brauchen wir mehr Industrie. Aber dazu müssen wir erstmal und mehr Einkaufszentren. Dazu müssen wir erstmal ihn hier abreißen. Ja, das kommt wirklich weg. Oh, da kommt ein Zug. Ein Zug. Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn wir endlich Züge bauen können. Machen wir hier wieder das Gitter. Einmal von da nach da bis da. Zack. So. Industrie. Zack. Und dann werden wir weitere... Ah, hier vorne wird es schon eng mit Läden. Hier will ich keine hinsetzen. Was wir machen können, ist tatsächlich hier vorne in diesem Bereich auch noch ein paar Läden setzen. Aber da würde ich jetzt vorsichtig sein mit den Füllen. Da empfehle ich hier dieses Auswahlwerkzeug und dann ein bisschen Abstand zum Kreisverkehr lassen und ein bisschen Abstand hier zu der Straße lassen. So ungefähr. Und ein Popmusiker anwesend. Ja, sehr schön. Ich wollte gerade hier den Kram platzieren.
Zack. Dann wenn ihr ein bisschen Platz lasst hier vorne an, an das Ding ran, dann können die normalerweise nicht von der Straße, zumindest aus dem ersten Teil, so angefahren werden. Dann habt ihr hier ein bisschen weniger Traffic, hier zwar ein bisschen mehr Traffic, aber dadurch, dass die hier dann einkaufen, sollte das eigentlich klappen. Sehr schön. Ihr braucht noch ein paar Leute, dann geht es hier weiter. Und hier entsteht die ganzen... Machen wir mal ein bisschen schneller. Ist das schick? Ah, hübsch. Sehr hübsch. Diese ganzen Kleingärten hier dran. Diese ganzen niedlichen Häuser hier. Diese Kleingärten. Und dann hier vorne direkt an der See. Ach Gott, ist das nicht toll. Der Smog ist unerträglich. Ja, ja. Wie geht's eigentlich unserem Paul Podolski? Mein Lieber, was machst du denn gerade? Du bist hier hinten am Arbeiten. Da ist er, Paul Podolski. Ja. Rauscht ein bisschen bei dir. Paul Podolski. Was macht denn unser guter Paul eigentlich? Der gute Paul ist sehr glücklich, er ist ausgebildet, er ist ein Angestellter in der Smeltblast-Fabrik. Sehr schön. Und dann können wir uns eigentlich mal angucken, während hier die Industrie läuft, während hier weitere Straßen und Häuser entstehen, gucken wir uns mal an, wenn wir das schon sehen können. Büros können wir noch nicht machen, Gebäudestufen sind alle relativ niedrig, das ist, denke ich mal, auch klar. Unternehmensrentabilität, das mit der Industrie, das gucken wir uns alles in Ruhe in den nächsten Folgen mal an, wie das funktioniert. Zufriedenheit ist okay, würde ich sagen. Arbeitsplatzverfügbarkeit, ist auch okay. Wir bräuchten halt langfristig natürlich Schulen, ganz klar. Also Verschmutzung, Gesundheitsfürsorge ist auch okay. Abfall wird auch weggebracht. Ja, wunderbar. Sehr schön. Schon weiter geht's. Jetzt bräuchten sie schon wieder ein bisschen Nachfrage zum Einkaufen. Ich würde mal sagen, wir können hier vorne noch ein bisschen was reinsetzen. Aber auch nicht alles. Wir sollten auf jeden Fall ein bisschen Platz lassen hier vorne für unsere Klinik. Jede Menge Freizeit. Ja, da entstehen die Häuser. Wunderbar. Ach, guck mal, hier ist ein richtig großes Anwesen. Die Kirchstraße. Wo wohnt eigentlich unser Paul Podolski? Paul Podolski. Geht nach Hause in der Kirchstraße 69. Blub, da wohnt er. Niedliches Anwesen, muss ich ja sagen. Paul. Da wohnen ein paar Leute. Samuel Podolski, Paul Podolski, Judith Podolski, Bernd Podolski, Stefan Podolski, Rebecca Podolski. Tja. Der einzig richtige Podolski ist leider nicht mit dabei. Schade. Nun denn, hier vorne... Oh, was ist da los? Was ist da los? Wartet auf Leichenwagen. Ja. Das ist ja ärgerlich. Ich würde sagen, kannst du lange warten. Sowas gibt es hier bei uns noch gar nicht. Eieieiei. Jetzt wollt ihr ernsthaft einen Leichenwagen haben. Und dann würde ich nämlich sagen, gucken wir wirklich mal, dass wir diese Insel hier so ein bisschen als die Leicheninsel freischalten. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Pass mal auf, das machen wir jetzt nochmal. Wir nehmen uns mal die Kartenfelder und werden uns den hier freischalten. Kostet 4000, ist okay, können wir uns noch leisten. Und dann nehmen wir erstmal unsere Hauptstraße. Zack. Die mal nach unten weiterbauen. Blub. Jetzt werden wir eine... ich würde schon sagen, vierspurige Straße. Da müssen wir tatsächlich schon in Richtung Brücke gehen. Einmal nach oben. Ah, wir bleiben mal bei 10 Meter. Aber zweispurig. Ja. Einmal nach oben. Setzen wir hier einmal drüber. Gehen nach unten. Blub. Blub. Einmal daran bitte. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir diese Insel ein bisschen optisch mit dieser Straße abtrennen. Zack. Einmal daran. Zack. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt
das Bestattungsunternehmen daran kriegen. Ja. Einmal dahin bitte. Und damit haben wir das kleine Dorf. Sehr schön. Ist das nicht schön? Also ich muss ja sagen, wir werden hier noch ein paar Bäumchen pflanzen, sobald wir das mit dem Landschaftsbau alles vernünftig machen können. Gucken, hier mehrfach platzieren, dass wir hier... Also ich könnte hier natürlich auch in den Mehrfach-Platzieren-Modus gehen und dann hier oben europäisch mehrfach Pinselgröße, ein bisschen größer, Pinselstärke. Und jetzt könnt ihr hier einfach so Erlen so ein paar setzen. Ja, blub, dann machen wir hier noch so ein paar Kastanien hier mit rein, hier hinten. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch so ein paar Pappeln hier noch irgendwo so zwischenkriegen hier. Und noch ein paar Kiefern, dass das einfach so ein bisschen wild aussieht. Haben wir vielleicht noch eine Birke hier irgendwo. So. Und ihr seht, die Dinger sind noch nicht groß, die müssen erst wachsen. Und dann haben wir hier so einen richtig schönen Friedhofsbereich, wo die Leute dann hingehen können. Mit so einer Brücke hier über den Zug, wo man dann hier stehen kann und sich dann die entfernte Stadt angucken kann. Ja. Und dann sollte er da hinten auch bald verschwinden, weil wir jetzt endlich einen Leichenwagen haben bei uns. Und jetzt werden wir zum Schluss nochmal mit den letzten Fortschrittspunkten mal gucken, dass wir in der Entwicklung auf jeden Fall noch diesen erweiterten Straßendienst freischalten. Das ist ja einfach, finde ich, super mega cool sowas. Und dann gucken wir uns mal an, dass wir vielleicht in Zukunft das College nehmen oder hier hätten wir, das geht noch nicht, dafür haben wir nur einen Punkt, weil wir könnten das Krematorium zum Beispiel noch nehmen. Wasseraufbereitungsanlage ist eigentlich so das Nächste, da werden wir jetzt ein bisschen drauf sparen, deswegen gebe ich den Punkt jetzt nicht aus. Und was mir wichtig ist, was wir jetzt hier machen können, und das will ich euch nochmal zeigen. Das will ich nämlich hier vorne machen. Hier in diesem Bereich. Ihr könnt jetzt zu der Straße gehen. Jetzt habt ihr hier hinten die Straßendienste. Hier vorne, dort. Blub. Und dort könnt ihr einmal die Straßenwartungsdepot machen. Depot für Straßenwartung, Personal. Ja, ich zeige es euch mal, was das macht. Wenn ihr mal auf so eine Straße drauf geht, seht ihr, dass hier der Zustand schlechter wird. Ein schlechterer Zustand bedeutet, dass hier auch Unfälle passieren können. Bestes Beispiel, Schlaglöcher. Ja? Und dazu braucht ihr natürlich irgendwann so ein Straßenwartungsdepot. Dann könnt ihr hier die ganzen Sachen definieren, zum Beispiel Ampel. Blub. Das hättet ihr jetzt auch ausmachen können. Rechtsklick, weg. Linksklick, setzen, weg. Blub, blub. Mega. Richtig cool. Könnt ihr zum Beispiel auch Stoppschilder jetzt definieren, je nachdem, wo ihr das machen wollt. Ja, ihr seht, ihr könnt jetzt hier verschiedene Sachen machen, Stoppschild oder auch nicht. Ansonsten ist es normalerweise hier so ein Vorfahrt-Achten-Schild. Ihr könnt hier Linksabbiegerverbot setzen, ihr könnt hier Geradeausverbot setzen, ihr könnt die Zebrastreifen hier entfernen, um dann eben natürlich auch manuelle Fußwege zu setzen. Wir könnten hier Beleuchtung an die Straßen anfügen oder wir könnten hier beispielsweise auch Baumalleen setzen. Das ist das, was ich hier vorne gerne mal machen würde. Unsere Goethestraße. Jetzt können wir das hier einmal langziehen. Zack. Jetzt haben wir auf der einen Seite Baumalleen gesetzt. Jetzt drehen wir uns das mal um. Maustaste gedrückt halten. Und dann haben wir hier eine richtig schöne Baumallee gesetzt. Ist das nicht toll als Hauptstraße? Genial. Finde ich super toll. So. Zack. Da auf die beiden auch nochmal. Na, das sieht ja doof aus. Jetzt haben wir hier so einen asymmetrischen Baum. Egal. Okay, wir ignorieren das Thema. Wir haben noch keine Parkplätze. Das kommt dann in Zukunft noch. Das werden wir noch sehen, wann wir das und wie wir das machen. Aber unsere Stadt wächst und gedeiht. Sehr schön. Und jetzt bräuchten wir wieder Nachfrage. Wir haben wieder Industrie und so weiter. Das gucken wir uns mal alles gemütlich an. Aber vorher will ich einmal kurz den Strom checken. Ja, 10 Megawatt Export. Ihr seht es, da geht's lang. Sehr gut. Wasser. Ja. Ja, das ist okay. Ich will jetzt halt möglichst schnell dahin, dass wir das hier wegkriegen, diesen Müll hier. Ja. Und hier wirklich diese stinkende Jauche, die wir hier hinten quasi für diese Leute doch ein bisschen, für die Schillerstraße 291 ein bisschen unangenehm, hier einfach ins Deibel, die ganze Scheiße, die ist hier einfach hier hinten rein.
Mama, was sind das für Bratwürste, die da fließen? Junge, geh weg davon. Da darf man nicht baden. Naja, aber darum kümmern wir uns auch noch. Hier ist jetzt auch wartet auf Leichenwagen. Jetzt hoffe ich, dass ich den nicht zu weit weg platziert habe, das Thema. Fernverbindungen gucken wir uns bei Zeiten mal an, aber eigentlich würde ich gerne... Das war die Gesundheitsfürsorge, ne? Müsste auch nicht passen. Krankenwagen, Bestattungsgebäude. Oh, das sieht eigentlich gut aus. Müssten die jetzt da hinten... Ah, guck mal, da ist er. Da ist er. Angestellte 12, verstorbene 055.000, aktive Fahrzeuge. Naja, ganz offensichtlich ist 1 aktiv. Da ist es. Den können wir auch mal folgen. Dann können wir uns das hier aus dem Interface ausmachen. Ein tolles Spiel. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen. Er holt jetzt, oder er fährt jetzt aller Wahrscheinlichkeit nach da hinten hin. Und dann werden wir uns in den nächsten Folgen, gucken wir uns dann ganz in Ruhe an das Thema Bildung. Wie funktioniert es? Was müssen wir machen? Die ein bisschen Müllverwaltung. Wie funktioniert das mit der Industrie? Dann gucken wir uns vor allen Dingen auch die Stadtwirtschaft an. Wir können dann auch vielleicht sogar schon so ein bisschen in der Besteuerung rumgehen. Dann zeige ich euch auch mal, wie das hier mit der Industriebesteuerung im Verhältnis hier zur Produktion und so funktioniert, wenn wir dann schon soweit sind. Dann werden wir hier unsere schöne Stadt ausbauen. Gucken wir mal, dass wir hier, würde ich dann gerne noch ein paar Fußwege rumbauen. Wir haben nämlich eigentlich auch, wir haben normalerweise auch so einen schönen Fußweg. Ja, Parkplatz, es kann sein, dass wir das noch nicht freigeschaltet haben. Im schlimmsten Fall nehmen wir hier diese Fußgängerstraße und werden das hier einmal schön hier lang führen. Hier drumrum, dass wir hier so wirklich so ein richtig schönes Gebiet bauen für die Leute, die dann hier ihre liebsten Verstorbenen besuchen wollen. Und dann gucken wir mal, dass wir unsere Stadt mal richtig schön ausbauen. Ich freue mich sehr drauf. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch dieses Let's Play gefällt und wenn ihr mehr von City Skylines 2 sehen wollt. Und damit danke ich mich. Bis zum nächsten Mal. Morgen geht's weiter bei Nerdica in unserem norddeutschen Landkreis Nerdica und unseren vielen, vielen Städten, die wir bauen wollen. Aber bevor wir gehen, noch ein paar Sachen in eigener Sache. Wenn ihr einen Namen für unsere erste Stadt im Landkreis Nerdica habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Sobald möglich werden wir die Fläche hier definieren und die Stadt hier entsprechend benennen. Und wenn ihr dabei sein wollt als Straße, wenn ihr dabei sein wollt als Haus, irgendwas, dann schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht so ganz grob, wo das Haus war, dann kommt ihr natürlich auch mit ins Spiel rein. Dann werde ich euch umbenennen. Auch als Straße hier ist das überhaupt kein Problem. Oder wenn ihr vielleicht so eine Person werden wollt, die irgendwo wohnt, keine Ahnung, dann schreibt euch das auch gerne in die Kommentare. Dann gucke ich, dass ich euch umbenenne und dann werde ich euch hier anheften, damit wir euch immer im Blick haben, was ihr so macht. Macht's gut. Bis morgen. Euer Strategienerd.